Wir gehen auf Reise und gucken mal, was die europäischen Muslime so, wie sie leben. Haben die Muslime in den Belgien, Frankreich und Spanien die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen, die gleichen Wünsche? Sind Muslime in Europa überall gleich? Sind sie in der Lage, kritisch über den Islam zu reflektieren? Wo klappt das besonders gut? Wo klappt das nicht? Welche Ängste haben sie? Müssen sie mit Ausgrenzung fürchten? Das ist genau das Spannungsfeld für mich, immer zwischen der Ideologie, der Religion und den Menschen zu unterscheiden. Und das ist das, was mich motiviert, auch auf diese Reise zu gehen. Ahmed ist ja eigentlich als Islamhasser verschrien. Zeigt natürlich auch, dass Islamkritiker nicht gern gesehen sind und dass man sich da auf eine gefährliche Spur begibt. Und es ist an der Zeit, dass man das Ganze aus der Perspektive der Menschen beleuchtet. Kein Islam-Bashing, aber auch kein Islam-PR. Die Kritik an dem Islam dürfen wir nicht nur den Rechtspopulisten überlassen. Ich glaube, es ist keine Schande, Zweifel und Kritik zu äußern. Ganz im Gegenteil. Wie werden Muslime in diesen angespannten Zeiten auf Hamed reagieren? Immerhin gilt er als schärfster Islamkritiker Deutschlands. Hamed kenne ich nur aus den Medien. 2013 wurde im ägyptischen Fernsehen zum Mord an ihm aufgerufen. Seitdem steht er unter Polizeischutz. Was es bedeutet, so eingeschränkt leben zu müssen, ist für mich nur schwer vorstellbar. Hallo. Hallo, Hamed. Grüß dich, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Schön, dich kennenzulernen. Ja. Wie ich sehe, kommst du nicht alleine. Nein. Bist du immer mit Personenschützern umgeben? Ja. Ist das eigentlich eine Folge, also dieser Personenschutz, ist das eine Folge dieser Fatwa, die gegen dich ausgerichtet wurde? Oder ausgesprochen wurde? Das ist eine Folge von mehreren Sachen. Das war der Ausgangspunkt. Man kennt den Begriff natürlich von Salman Rushdie. Das ist genau. Ein religiöses Gutachten zur Tötung eines Abtrünnigen. Das ist das, wo die Sache bei mir beginnt. Es waren ja konkrete Mordaufrufe. Was danach kam, war sogar noch schlimmer. Verletzt dich das, wenn man dich als Abtrünnigen tituliert? Ich glaube an einen Grundsatz. Ich bin Kritiker. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Und solange wir uns gegenseitig mit Worten bewerfen und nicht mit Steinen, dann ist die Welt in Ordnung. Direkt nebenan ist ein sogenannter Türkenmarkt. Und, also wir gehen jetzt sozusagen muslimisch einkaufen. Ich freue mich, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und vielleicht gibt es hier auch den einen oder anderen, der dich wiedererkennt. Macht dir sowas Angst? Nein, warum? Ich habe trotz allem keine Berührungsängste. Das ist doch Ramadan gerade, oder? Süße Wassermelone. Süße Wassermelone. Jetzt versucht man den türkischen Akzent zu lernen. Süße Wassermelone. Das war keine Anmache. Nee, das ist haram. Also sagen wir mal, der Markt hier ist in vielerlei Hinsicht anti-ramadanisch. Mitten im Ramadan gibt es all diese Leckereien und diese Düfte und diese Getränke. Kann man mal probieren. Darf ich immer? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich eine gelbe Wassermelone esse. Das ist eine extra Farbe. Darf man gelbe Wassermelone in Ramadan essen? Gelbe Wassermelone? Ja. Ja. Aber nicht um diese Uhrzeit. Vergessen, ja. Guten Tag. Merhaba. Hallo, hi. Ich habe eine Frage. Mich würde mal interessieren, fasten Sie eigentlich? Ja, ich faste. Wie fast, ist das nicht für Sie jetzt extrem Nein. schwer, zu fasten und Essen Nein. vorzubereiten? Nein. Nicht okay. so heiß? Nicht so heiß. Ist heiß, aber ist gewöhnt, bin ich. Deswegen. Das ist okay, Essen zu verkaufen, ist kein ja, Problem. Ja. Kein Problem. Wenn ich jetzt von Ihnen ein Stück Börek kaufe und von Ihnen alles Moslem esse, dann haben Sie mich zur Sünde angestiftet. Nein. Wieso denn? Ja, weil Sie haben mich verführt durch diese Leckereien. Ich verkaufe. Ich bin mein Beruf, ist das so. Ich verkaufe. Ja. Jeder kann entscheiden. Wenn ich fasse, ich fasse für mich, nicht für dich. Bei uns gibt es keine Bezwingen. Ich kann auch meine Jünger sagen, mein Sohn, du musst fasten. Aber er kann das entscheiden, ich nicht. Ich sage einmal oder zweimal. Und dann erscheint das auch.
Warum verstehen viele Leute den Islam falsch? Weiß ich auch nicht. Die möchten so verstehen, was ich meine. Gibt es einen Grund, alle Gründe, was ich meine? Alles Geld, alles Politik, deswegen. Ja, das gilt wahrscheinlich nicht nur für den Islam, das stimmt, ja. Vielen Dank und ja. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Oh, jetzt hier. Ja. Hier gibt es Kopftücher. Ahmed. Sie eben gerade gefragt. Schwester, willst du nicht zu Gott zurückkehren und ein bisschen. Weißt du, dass du viel schöner ausschauen wirst, wenn du ein bisschen Kopftuch da tragst? Wenn ich ein Kopftuch tragen würde, müsste, wie auch immer, würde ich das Kopftuch, glaube ich, ganz anders binden. Ja, zeig mal, wie du das. Kennst du Erika Badu, die Sängerin? Ja. So Gypsy-wise. Ja, so. Das wäre verpönt, wenn ich das Kopftuch so tragen würde. Warum? Weil auch Hals muss auch. Wenn du jetzt richtig nach dem Islam gehen sollst, dann ja. Steht das so im Koran? Eigentlich ja. Wie lange tragen Sie schon das Kopftuch? In der 7. Klasse habe ich damit angefangen. Freiwillig? Freiwillig. Kein Zwang? Nee, meine Tochter hat es auch mit Zwang, also ohne Zwang gemacht. Die Kleine ist jetzt zwangvoll. Ich habe sie jetzt nicht in der 7. Klasse. Sie wollte sich unbedingt bedecken. Ich habe gesagt, Alena, es ist noch zu früh. Du bist noch nicht reif dafür. Du weißt nicht, warum du das machen willst. Ich habe auch die Lehrerin angerufen und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Das ist etwas, was man nicht vermutet. Weil man glaubt immer, von zu Hause kommt Zwang. Aber wie wir sehen hier, von zu Hause ist da kein Zwang. Aber es hat sich ein Zwang in der Schule entwickelt, dass die Schüler untereinander einander irgendwie so hänseln. Ich kenne das von Ägypten zum Beispiel. Da werden Frauen, die kein Kopftuch tragen, auf der Straße, also die Haare wird so gezogen, dass sie diszipliniert werden. Würden Sie sagen, Sie sind mit Kopftuch eine bessere Muslima? Ich denke, das kommt von hier, nicht von hier. Nee. Bei mir ist es hier. Man muss nicht fünfmal am Tag auf dem Gebetsteppich liegen und dann beten, wenn man nur teuflige Sachen im Kopf hat. Keiner kann mir sagen, ich bin 100% Muslim, wie es im Koran ist. Das kann mir keiner sagen. Warum ist das so? Also, wenn Gott von Ihnen will, dass Sie sich so und so verhalten, ja, dann... Warum ist es nicht so? Frag mich mal andersrum. Warum ist es nicht so? Weiß ich nicht. Ja. Wenn ich den Grund wüsste, dann wäre ich schon viel weiter. Hat Gott uns falsch eingeschätzt wahrscheinlich? Ich weiß nur, was er haben möchte. Ja. Aber ob er das bekommt, ist eine andere Sache. Kriegt keiner. Kriegen Sie... Was Sie alles möchten? Nein. Sehen Sie? Kriegen Sie es? Nee. Nee, ich auch nicht. Ich stehe den ganzen Tag hier. Für was? Damit ich was... Ich habe einen bestimmten Sinn. Ich möchte das haben. Aber am Schluss habe ich das nicht. Was soll ich machen? Soll ich mich jetzt ins Kanal spucken? Nee. Interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch ein gutes Geschäft eben. Ja. Dankeschön. Entschuldigung, darf ich ein Foto von euch machen? Beide zusammen. Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Wie, und mich nicht? Assalamu alaikum. Hallo. Was würde es kosten, so einen Schlüssel nachzumachen? Mich würde interessieren, glauben Sie, dass die islamische Lebensordnung mit der westlichen Lebensordnung zusammenpasst? Ist das die Islam ist die, was ist im Westen? Das Islam hat schon 1400 Jahre alles gebracht. Frieden zu Frauen, Frieden mit Menschen. Das ist, also was jetzt im Westen gibt, das war vor 1400 Jahren. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Zum Beispiel im Westen dürfen Frauen anziehen, was sie wollen. Sie dürfen lieben, nein, wenn das sie ist, wollen. Das ist was anderes. Gucken Sie mal, das ist was anderes. Das ist was anderes. Jetzt, eine Gläubige hat eine, sagen wir so, ein Gesetz, ein Buch, sagen wir so. Ja? Da steht, bei Frauen, Muslime, die müssen zudecken, die sollen sich zeigen nur für ihren Mann. Ja. Warum ist das so? Das ist Beispiel. Ja. Wenn eine hübsche Frau hier läuft, rumläuft. Es war gerade eine hübsche Frau da und da ist nichts passiert. Nein, nicht wegen passieren. Kann jeder für diese Frau gucken und
hinter seinem Kopf kann schlechte Gedanken machen. Also, das heißt, Sie würden sagen, wenn die Frau sich verhüllt, dann schützt sie sich sogar. Ah, genau, richtig, ja. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich eine Gefahr für Sie. Jetzt, Sie, was machen Sie jetzt? Jetzt, Sie ziehen alle Männer. Ja? Ich laufe mit ihr den ganzen Tag und bis jetzt bin ich noch nicht auf dummen Gedanken gekommen. Nein, das ist... Wie funktioniert das? Beispiel. Sie haben eine bisschen hässliche Frau. Wenn Sie sehen, die hübschere Frau draußen, was machen Sie zu Hause gehen? Keine Lust, kein Interesse mehr. Ich möchte, Beispiel, in Ihrem Kopf haben Sie dann diese hübsche Frau. Hm. Wer sagt sowas? Also wer sagt, nein, ich denke sowas nicht. Das einmal als Männer, sage ich, lügt. Ja, das ist eine... Alle Männer mögen das hübsche Frauen, das ist, ja klar. Nee, diese Zudecken ist eine von schlechten Sachen zur Bedeckung. Sie schützt sich selber, was will sie noch? Ja. Dankeschön. Ja. Ja, also er hat ja letztlich zugegeben, dass der Mann ein schwaches Geschlecht ist, sozusagen. Dass er der Versuchung nicht widerstehen kann und deswegen ich als Frau die Aufgabe habe, mich zu verhüllen. Weil ich kann dich ja sonst in Versuchung bringen. Also ich bin eine Gefahr für die Männer. Also ich nehme das ernst, was er sagt, aber... Ich muss es ernst nehmen. Frau als Gefahr. Und er sagt also... seine Tochter sollte ab 7 erst mal anfangen, Kopftuch zu tragen und dann mit 11 dann so richtig. Und dann meint er, das ist freiwillig. Aber Freiwilligkeit setzt ja Freiheit voraus. Im Artikel 2 des Grundgesetzes ist das Recht auf persönliche Entfaltung vorhanden. Und das ist das A und O der Demokratie. Also so ein Kopftuch zum Beispiel. Hindert ein Mädchen mit 7 selbstverständlich sich daran, sich frei zu entfalten. Wie kann ein Mädchen in so einem Korsett sich gesund entwickeln und ein normales Teil dieser Gesellschaft werden? Es wäre vielleicht eine Frage gewesen an den Schlüsselmann, ob er das Recht auf persönliche Entfaltung kennt oder ob er das seinen Kindern überhaupt einräumen würde. Er würde sagen, der Islam hat persönliche Entfaltung erfunden. Er ist so programmiert, dass der Islam alle guten Sachen, die wir jetzt in Europa erleben, schon vor 1400 Jahren ins Leben gerufen hat. Das heißt, was zählt, ist der Koran und nicht das Grundgesetz. Ja, natürlich. Du kennst die Studie, dass die Mehrheit hier lebenden Türken den Koran über das Grundgesetz stellen. Und das sind die Ehrlichen. Also, wenn wirklich alle ehrlich sind, dann das ist bei 80%. Kaffeesatz lesen. Kannst du? Ich bin gespannt. Was sagt die Zukunft? Steht drin, der Islam ist nicht reformierbar. Das muss ich lesen. Lass uns gehen. Der Islam ist nicht reformierbar. Ist das wirklich so? Jede Religion hat ihre eigene Entwicklung. Auch im Christentum hat man vor Luther nicht an eine Reformierbarkeit geglaubt. Aus meiner Sicht üben die etwa 4,5 Millionen Muslime in Deutschland mehrheitlich ihre Religion im Stillen aus und schaffen es anscheinend, die göttliche Ordnung mit der weltlichen in Einklang zu bringen. Dieser Film soll ein innermuslimischer Dialog werden, in dem nur Muslime zu Wort kommen. Als nächstes wollen Hamid und ich junge, engagierte Muslime treffen. Wir haben eine Verabredung mit der Gruppe Juma, jung, muslimisch aktiv. Was liegt Ihnen am Herzen und welche Ziele verfolgen Sie? Der einzige Haken, ich darf Hamed nicht ankündigen, aus Sicherheitsgründen. Die Jugendlichen wissen also nicht, dass ich einen Islamkritiker im Schlepptau habe. Da vorne sind sie schon. Ich hoffe, dass sie uns dennoch offen begegnen. Meinst du, dass wir dich erkennen werden? Wie ihr seht, habe ich einen Überraschungsgast mitgebracht. Kennt ihr ihn? Ja. Ja? Was gelesen von ihm? Also mir fällt der genaue Buchtitel nicht mehr ein, aber Herrn Abdel Samad hat ja letztes Jahr, war das glaube ich, ein Buch
rausgebracht, wo er versucht hat, den Islam und den Faschismus quasi, ich weiß nicht, können Sie mir den Buchtitel vielleicht sagen? Der islamische Faschismus. Der islamische Faschismus, genau. Das habe ich mir sogar durchgelesen. Das ist mir schwer gefallen natürlich, aber ich habe es durchgekaut quasi. weil ich auch interessiert war, wie Hanna Samad polarisiert mit dem Buch, ja? Aber hat dich das Buch aufgeregt oder verletzt? Ja, weil meine Identität im großen Maße, also nicht unerheblich auch auf meiner religiösen Prägung beruht. Das heißt, ich habe mich in meiner Identität, in meinem Ich-Sein als Individuum quasi auch verletzt gefühlt. Aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie gekränkt war oder dass ich zu Hause gegen die Wand geschlagen habe. Oder ich gebe mir sowas auch immer, damit ich quasi abgehärtet bin, um nicht überzureagieren, um mich nicht provozieren zu lassen. Das ist ja auch das Kalkül von Islamkritikern, sage ich mal. Aber dieses Kalkül geht bei mir nicht mehr auf und ich... Also Sie unterstellen mir jetzt ein Kalkül, dass ich Sie verletzen will? Nein! Oder provozieren? Ja, Sie wollen provozieren, polarisieren, polemisieren, also... Fakt ist, Samad hat Islamkritik ausgeübt, damit hat er Zorn auf sich gezogen. Es gibt Muslime, die wollen ihn deswegen umbringen. Das ist eine Folge seiner Kritik. Eine solche Fatwa rauszubringen, dass ich zum Mord aufrufe, das würde ich sagen, egal gegen wen das gerichtet ist, ist das völliger Schwachsinn. Und dann aufgrund von Kritik soll jeder kritisieren, was er will, aber man muss jeder selbst wissen. Wissen Sie, was ich schade finde? Ich dachte, heute geht es ein bisschen um Muslime in Deutschland, Muslime in Berlin und um muslimisches Leben. Und dann reden wir jetzt schon wieder über solche Fragen. Ich bin Berliner. Ja, Sie sind ich Berliner. Bin bedroht ich bin in Berlin. Ich bin bedroht in Berlin. Aber von das einer hat auch Person. Und, ist nicht von einer Person. Ich würde Sie niemals bedrohen. Ich bin mir sicher, keiner von Ihnen würde Sie heute hier bedrohen. Wissen Sie, wir sind alle Deutsche und wir haben alle einen individuellen Lebensstil. Und ich finde es einfach schade, dass wir nicht heute darüber reden, sondern dass wir wieder diese ganzen Fragen aufgreifen wie Terrorismus, wie Sie haben eine Morddrohung bekommen. Das finde ich irgendwie traurig. Und schon, ich muss schon drüber lachen, aber... Ich lache nicht darüber. Es ist für mich existenziell wichtig, genauso wie Sie überleben in Berlin und schön und über Beschwerde, über die Deutschen und dass Sie sie nicht akzeptieren. Ja? Es gibt auch Probleme, die mit dem Islam verbunden sind, in Deutschland auch. Weil wir haben auch hier Extremisten hier. Wir haben hier auch Islamverbände, die auch Muslime bevormunden und auch versuchen, in ihrem Namen zu sprechen. Und Sie treten ein als ein... Eine Gruppe. Für uns war das Thema eher etwas lockerer, sagen wir es mal so, etwas allgemeiner betrachtet. Wir haben wirklich gedacht, okay, es geht halt wirklich darum, wie leben wir hier, wie ist das Miteinander? Auch vielleicht ein paar schwierige Fragen. Gut, aus Sicherheitsgründen konnte man noch nicht sagen, dass sie kommen. Aber der Islam in Berlin basiert nicht darauf, dass es Extremisten oder Leute gibt, die halt Leute wie sie bedrohen. Was sind die anderen Themen, sagen Sie uns? Das Leben miteinander. Warum können wir nicht darüber reden, dass 500.000 Muslime in Berlin sind und dass wir keine Probleme haben miteinander? Gerade eben ist eine Frau mit Kopftuch, mit Handy drin, hinten vorbeigelaufen. Und der palästinensische Fahne, ja. Ja, aber ich meine... Aber ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Muss man das noch thematisieren? Ist aber das nicht eine Selbstverständlichkeit? Ich finde aber es problematisch, wenn man als Muslim die ganze Zeit eben bei diesen Diskussionen nur diese Negativität hat, diesen Pessimismus immer nur spürt. Wir spüren halt immer in irgendwelchen Diskussionen, egal wo es ist, ob es auf der Arbeit ist, in der Universität, egal wo man halt diskutiert, die Fragen, die man halt stellt, ist immer, was denkst du über das Kopftuch? Warum muss man sich dann das machen? Und dann, es ist ja so, wie wenn ich Sie zum Beispiel über irgendein Thema einmal frage, sind Sie höflich, zweimal frage, sind Sie höflich, beim dritten Mal auch, aber beim 35. Mal denken Sie sich auch, Leute, haben wir dann keine anderen Probleme in diesem Land? Wie siehst du das? Wann fühlst du dich als Moslem verletzt? Wann fühle ich mich verletzt? Verletzt, wenn ich mich aufgrund meiner Religion irgendwie beschnitten fühle, aufgrund meiner Religion benachteiligt fühle, weil ich einen bestimmten Beruf beispielsweise jetzt nicht nachgehen kann, weil ich muslimisch aussehe beispielsweise, weil ich einen Bart trage, weil ich vielleicht auch auf Arbeit mal beten möchte und aufgrund dessen dann... einfach Nachteile mit mir habe. Man wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man noch nicht zu der deutschen Gesellschaft gehört, obwohl wir uns schon selbst als Deutsche bezeichnen. Bist du in erster Linie Deutscher, bist du in erster Linie Muslima? Ich bin in erster Linie, also das kann man gar nicht so sagen, weil die eine ist eine Religion, die andere ist eine Nationalität. Deutsche Muslima. Ich wünsche mir auch von der deutschen Gesellschaft, dass ich akzeptiert werde mit all meinen Facetten, mit allen Dingen, auch wenn es nur ein Stück Stoff ist, was ich auf meinem Kopf trage, aber dass ich damit akzeptiert werde und dass ich auch öffentlich antreten kann, dass ich mit meinem Kopftuch als ich weiß nicht, Rechtsanwältin oder sonst was arbeiten kann und dass ich so genommen werde, wie ich bin. Am Ende des Gesprächs wird mir wieder einmal bewusst, wie anstrengend es derzeit sein muss, gläubiger Moslem zu sein.
Ständig diese Rechtfertigungen, immer wieder betonen zu müssen, dass der Islam eine friedliche Religion ist. Ich spüre, wie sich einige Jumas in die Ecke gedrängt fühlen. Sie wollen raus aus der Selbstverteidigungsposition. Hinzu kommt noch der Ärger über Hameds unangekündigten Besuch. Im Kopf bleiben mir die jungen, selbstbewussten Frauen. Für mich hat die Religion in meiner Selbstfindung als Frau keine Rolle gespielt. Aber wie lassen sich für eine tiefgläubige Muslima die Anforderungen der Religion mit einem modernen Frauenbild vereinbaren? Dafür treffen wir Zineb El-Masra, die sich selbst als konservative muslimische Feministin bezeichnet. Hallo Zeynep. Hallo, ich wurde gerade eingeweiht. So sieht man sich wieder. Ja. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut geht's. Von dir habe ich ein bisschen früher erfahren. Ja. Ja, Mensch, hast du deine Entourage mitgebracht? Einmal Überraschungsgast sozusagen. Ja, ja, aber hättet ihr ja mal wirklich vorher erzählen können. Ja, aus Sicherheit, aber ich hätte das nicht. Ach so, aus Sicherheit. Ich dachte jetzt nur, weil die Leute ein bisschen pikiert reagieren. Nee, nee, es hat wirklich Sicherheit. Na, du willst nicht jetzt pikiert reagieren auf mich, oder? Nee, nee, gar nicht. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht. Ihr kennt euch ja. Ja, ja, deswegen, als er das jetzt gerade erzählt hat, dachte ich, ja, passt doch. Wo gehen wir hin? Ich glaube, um die Ecke. Zu ja? Al-Anwar. Okay. Ja, dann versuchen wir das mal. Was ist das jetzt? Okay. Jetzt. Du wolltest dir ja heute mal einen Niqab zulegen und das Was Gesicht, ist das, jetzt? Das ist jetzt der Khimar, den man quasi umwirft, damit quasi ne, keine Silhouette mehr zu sehen ist. Also es gibt einen Grog dazu, weil wenn du gehen würdest, dann würde man ja deine Beine auch darunter sehen. Und das soll man ja auch vermeiden. Es geht ja bei der Verschleierung tatsächlich nicht nur darum, die Haare zu bedecken, sondern sozusagen alle in Anführungsstrichen weiblichen Reize. So, ich ziehe das jetzt mal an. Viel Spaß. Und bin dann gleich wieder da. Streng genommen begehe ich jetzt auch eine Sünde, weil ich weiß ganz genau, was dass es sich gerade aussieht. Ja. Und da komme ich auch auf dumme Gedanken. Ja, schon oder? Alleine, dass wir jetzt in diesem Raum sind und diese Thematik. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe, aber ich komme jetzt mal raus. Ja, mach mal. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich glaube, die Ohren darf man auch nicht sehen. Nee, das ist tatsächlich das Innenstück, was du da jetzt gewählt hast. Also das muss eigentlich nach innen, weil guck mal, du hast hier sogar so ein Gitterchen, wenn du das ganz... Am besten, wenn du hilfst mir vielleicht ich mal ganz jetzt kurz. Mal rein, genau. Ich hänge mal meine Aber scharf. Tasche. So, wir verschwinden jetzt mal. Wenn Frauen shoppen gehen, egal, auch wenn sie bei einem Niqab-Laden ist, ist es immer dasselbe. Es passt nie vom ersten Mal, ne? Das ist nicht so einfach. Ich glaube, so ist es richtig. Es ist verrutscht. Ich will jetzt keine religiösen Gefühle verletzen, aber so ein bisschen wie Batman. Wirklich? Passt das? Von der Optik passt das ganz gut, ne? Mit dem Lila und dem Doch, Schwarz. Doch, das hat was Ehrenhaftes. Aber die Hände dürfte man jetzt auch nicht sehen eigentlich, ne? Willst du auch die Handschuhe dazu? Na, wenn schon, denn schon. Ja, wir machen alles richtig. Was ja interessant ist, die Umdeutung des Niqab bzw. der Burka, die wir ja eigentlich nur aus Afghanistan kennen. Also die Burka ist ja dieses blaue Gewand mit diesem geklöppelten Gitter vor den Augen. Und vor 3000 vor Christus gab es eben die Sumerer im mesopotamischen Teil. Und da war es üblich, dass Prostituierte sich verschleiern. Also eine freie Frau durfte sich nicht verschleiern. Wie sich das geändert hat, oder? Also damals wäre ich eine Prostituierte genau, gewesen. Genau, im sumerischen Teil Mesopotamiens definitiv. Genau, dann hättest du dich jetzt markiert. Und in Arabien vor dem Islam wärst du eine freie, adlige Frau. Und nur Sklavinnen durften kein Kopftuch tragen. Und heute? Heute bist du eine Muslimin, die sich für die salafistische Auslegung entschieden hat. Die Beweggründe, warum eine muslimische Frau sich verhüllt, sind sehr unterschiedlich. Es gibt Gründe, wie sich auf dem Heiratsmarkt ein bisschen besser zu positionieren, weil man sozusagen signalisiert, ich bin eine keusche, gute Muslimin. Wenn du mich heiratest, dann hast du eben nicht so eine junge Dame, bei der man nicht weiß, wie schamhaft sie sozusagen durchs Leben wandert. Andererseits geht es auch darum, sich abzusetzen, vielleicht auch gegen den eigenen Eltern gegenüber auch Rebellion zu zeigen. Also ich zeige euch jetzt, wie man die Religion richtig lebt. Und ein anderer Faktor ist auch für Gott leiden. Also man verschleiert sich, um eben auch für Gott zu leiden und dementsprechend sozusagen auch Hasanats, also gewisse Punkte fürs Jenseits zu sammeln. Also es ist ein sehr kommerzieller Gedanke zum Teil, der da auch mit in der Erziehung, aber eben auch in dieser Auslegung mitschwingt. In Frankreich herrscht ja ein Burka-Verbot. Zählt das schon? Das ist ja jetzt keine Burka, aber es ist trotzdem eine Vollverschleierung. Mhm. Also die Burka ist tatsächlich nur das, was wir aus Afghanistan kennen. Also da verlieren viele auch den Überblick. Und es geht in Frankreich, in Belgien ja darum, sozusagen die Komplettverschleierung zu unterbinden.
Ich halte von dieser Maßnahme nichts, weil man tatsächlich vor allem diesen Kräften, also diesen salafistischen, islamistischen Kräften eher sozusagen in die Hände spielt, weil sie mit dieser Argumentation, diese Gesellschaft der Westen ist per se gegen den Islam und gegen uns Muslime. Und das ist etwas, was ich finde, nicht unterstützt werden darf. Und es gibt einfach unheimlich viele Frauen, die das für sich entscheiden. Und da geht es eher darum, sich damit auseinanderzusetzen, was treibt diese Frauen eigentlich, A, etwas zu tragen, was eine sehr abwertende Geschichte auch hat, was auch in der Auslegung eine sehr abwertende Sicht. Und ich finde, das ist wichtiger, sozusagen das aufzuarbeiten, als zu sagen, erlaubt, nicht erlaubt. Ihre Körperhaltung ist ganz anders als sonst. Sofort ist sie klein, sofort ist sie eingeschränkt und einschüchterbar, sonst kenne ich sie gar nicht. Ja, aber gut, ist ja jetzt auch nicht ihre erste Kleiderwahl, ne? Ist ja jetzt wirklich einfach ein Selbstversuch. Ein seltsames Gefühl. Durch den kleinen Augenschlitz ist mein Blickfeld stark eingeschränkt. Meinen Körper kann ich nicht mehr sehen, nur noch spüren. Ich bin verhüllt und fühle mich den Blicken der Passanten ausgesetzt. Den Blicken der Männer kann ich nicht standhalten. Ich fühle mich eingeschüchtert. Ich frage mich, wie Emanzipation als gläubige Muslima überhaupt möglich sein kann. Man kann sich als Muslima verstehen und feministisch sein und dann muss man bei gewissen Texten und Auslegungen, und das ist ja wirklich maßgeblich der Fall gewesen, Männer haben über Jahrhunderte über Texte nachgedacht und reflektiert und irgendwie Gesetze herausgearbeitet, und warum soll dann eine Frau nicht das Recht haben, das auch zu tun? Aber kann man den Koran, der trotzdem sagt, man darf die Frau schlagen, der Koran, der sagt, die Frau ist ein Saatfeld des Mannes, das heißt, der Mann kann sie zu jedem Zeitpunkt in jedem Ort, Entschuldigung, besteigen, ohne dass die Widerstand leisten. Kann man aus dem gleichen Buch emanzipatorisches Erbe abgewinnen? Wenn man die Geschichte verfolgt, dann ist tatsächlich zu einer sehr frühen Zeit tatsächlich was Emanzipatorisches passiert. Also Frauen wurden sozusagen in Sicherheit gebracht, es wurde das Konstrukt der Ehe eingeführt, es wurde ihnen Sicherheit gegeben, was die Vaterschaftsklärung abgeht, dass man 3 Monate wartet, wenn man sich scheiden lässt, dann kann nicht sofort wieder heiraten. Du kennst die ganzen Details. Also insofern gibt es da etwas, was natürlich schon emanzipatorisch ist. Im Gegensatz zu den Westlerinnen haben aber muslimische Frauen nie für ihre Rechte gekämpft. Und ich glaube, das ist heute ein Problem, nie für Rechte, für Dinge kämpfen zu müssen. Das ist natürlich dann im Laufe der Zeit verloren gegangen, wenn Frauen weder lesen und schreiben können, gar keinen Zugang haben zu den theologischen Texten. Aber wie soll denn dieser emanzipatorische Befreiungsschlag tatsächlich aussehen? Also, ja, ich glaube, der erste Befreiungsschlag ist, keine Tabus im Bereich der Fragen. Frag, wonach dir der Sinn steht. Und nicht die Angst zu haben, wenn ich das in Frage stelle, dann werde ich irgendwie aus meiner Gemeinde ausgegrenzt. Meine Eltern verfluchen mich, mein Bruder schaut mich mit komischen Augen an. Da muss man sich fragen, warum reagierst du denn so? Was geht da in dir vor? Also ich glaube, wir müssen ganz viel mit uns selber erstmal, ja, so ein bisschen mit uns ins Gericht gehen und schauen, was treibt uns eigentlich zu diesen Reaktionen. Aber das Schöne ist, plötzlich macht man sich Gedanken, woher kommt das eigentlich? Zineb macht mir Hoffnung, dass religiöse Muslimas ihrem Beispiel folgen und mutig für Gleichberechtigung einstehen, ohne dabei ihren Glauben aufgeben zu müssen. Also wenn es wirklich einen Namen gibt, der stellvertretend steht für den Islam und Europa, also in dieser Funktion als Brückenbauer, der fällt mir vor allem Bassam Tibi ein. Dürfte die auch ein Begriff sein? Ich weiß, wer Bassam Tibi ist. Du weißt, wer er ist. Kann ich mir vorstellen. Das heißt auch, dass er zwei ganz, ganz wesentliche Begriffe geprägt hat, nämlich den Euro-Islam und die Leitkultur. Die Leitkultur, genau. Genau. Er gehörte zu denjenigen, die früher mal vor all dem gewarnt haben, was wir jetzt erleben. Muslimischer Fundamentalismus, Probleme mit Migration. Aber damals hat man gesagt, er ist ein Scharfmacher. Jetzt liest man seine Thesen und denkt, der Mann hatte eigentlich recht. Dieser Überraschungsmoment, der ist immer spannend für mich. Wir müssen nachher kurz durch. Hier um die Ecke. Herr Tibi.
Tag. Sergej. Ich habe noch einen Gast mitgebracht. Wir haben uns nie getroffen, oder? Ich kenne sie nur vom Fernsehen. Ich habe sie auch nie getroffen. Nein, wir haben sie never met, ja? Jamais, ja? Jamais. Jamais, ja? Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Wie geht's Ihnen? Gut, danke schön, ja? Haben Sie ein Buch von Herrn Abdel Samad gelesen? Ich weiß, was er macht und so weiter. Ich stimme mit ihm nicht in allem überein, weil ich im Gegensatz zu ihm, ich bin gläubiger Moslem, aber ich bin Reform-Moslem. Ja? Also ich schreibe den Islam noch nicht ab. Ja? Was kritisieren Sie an ihm? Er hat den Islam abgeschrieben. Ja? Okay, ja. Also ich habe noch Hoffnung. Ja? Sie haben noch Hoffnung. Würden Sie Hamid als Islamhasser bezeichnen? Nein, das ist falsch. Wenn Sie Kritik verbieten, gibt es keine Aufklärung. Ja? Was uns trennt, ist, dass Sie ein gläubiger Moslem sind, ich nicht. Dass Sie den Islam für reformierbar halten, ich nicht. Was verbindet uns überhaupt? Einsatz für die Freiheit, ja? Und für Menschenrechte. Herr Tibi, sagen Sie doch noch mal wirklich ganz kurz und knapp, was ist oder was macht den Euro-Islam tatsächlich aus? Wie definieren Sie den Euro-Islam in Ihrer Vision? Der Euro-Islam basiert auf 5 Säulen. Also die erste, Trennung zwischen Religion und Politik. Zweitens, individuelle, nicht kollektive, individuelle Menschenrechte. Dann drittens, die Toleranz. Und Toleranz nicht im islamischen Sinne, der Dulduk von Christen und Juden, sondern Toleranz im Sinne der Aufklärung, dann Zivilgesellschaft und Pluralismus. Pluralismus heißt, der Islam ist eine Religion unter anderem. Und die Mehrheit der Muslime lehnt das ab. Die sagt, es gibt nur eine Religion und das ist die Religion des Islam. Und das ist verfassungsfeindlich, weil in der Verfassung steht Religionsfreiheit nicht des Islam, sondern aller. Ein Christ ist ein Gläubiger, ein Jude ist ein Gläubiger, ein Hindu ist ein Gläubiger und ein Atheist, der nicht glauben will, kann sich auf das Grundgesetz berufen. Die Muslime müssen das akzeptieren. Ja. Aber dann sind wir konfrontiert mit den gläubigen Muslimen, die den Koran als das Wort Gottes ist, das letzte Wort Gottes. Und darin steht, die Religion bei Allah ist der Islam. Und darin steht, der Islam ist gekommen, um über alle anderen Religionen zu siegen. Liyudhhirahu ala dini kulli. Viele Dinge, die im Koran stehen, muss man historisch relativieren. Natürlich, der Widerstand ist sehr groß. Aber wenn Sie, ich sage, das ist sehr deutlich, wenn ein Moslem nach der Buchstabe des Koran in Europa leben will und Europäer sein kann, dann geht das nicht. Wenn ein Imam mit jungen Muslimen, so 5-, 6-, 7-, 8-Jährigen umgeht und ihnen sagt, ihr dürft die Hand, Frau die Hand nicht geben, das ist Alltags-Islam, ja? Ihr dürft keine deutschen Freunde haben, das ist Segregation Islam und der deutsche Staat und die deutschen Kirchen unterstützen, ohne es zu wissen, eine Segregation Islam. Das ist Verhinderung der Integration im Namen der Integration. Ich kann das logisch nicht nachvollziehen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich glaube, genau da liegt das Problem, dass sowohl Islamisten, Islamverbände, Salafisten sich mit der deutschen Regierung darüber einig, dass Islam und Muslime eine Einheit ist, dass man mit ihnen alles kollektiv umgeht und nicht alles Individuen. Und da beginnt das Problem. Aber der deutsche Staat braucht ja auch irgendwie einen Ansprechpartner. Also wie soll sonst eine Kommunikation stattfinden? Ja. Der deutsche Staat kann ja nicht mit 4 Millionen Muslimen persönlich reden. Ja. In Frankreich, aber auch in anderen europäischen Ländern, stellt sich diese Frage nicht. Der deutsche Staat und die deutschen Kirchen wollen dem Islam ein christliches Kirchenmodell aufzwingen. Wir Muslime sind einzelne Individuen. Ich möchte nicht, dass eine islamische Staatskirche mich vertritt. Das ist eine Verletzung meines religiösen Glaubens. Mein religiöser Glauben basiert auf meiner Individualität. Und dieses Argument, der Staat und die Kirchen brauchen einen Gesprächspartner, das zum Zentralrat der Muslime, das lehne ich ab, das lasse ich für mich nicht gelten. Ja? Ich habe große Angst davor, bei uns im nicht reformierten Islam gibt keine Religionsfreiheit. Ich habe keine Freiheit, den Islam zu verlassen. Wenn ich den Islam verlasse, dann ist es Ridda. Ridda heißt Apostasie und dann jeder Moslem kann mich umbringen. Das ist Scharia-Recht. Ja? Es gibt von Imam Ghazali in Ägypten, La uquba fi al-Islam liman yaqtulu murtaddan. Es gibt keine Strafe im Islam
für den Moslem, der einen Apostaten tötet. Wenn es in Deutschland eine Staatskirche gibt, die vom Zentralrat der Muslime vertreten wird, ich würde den Islam verlassen. Ich sage, ich möchte mich vom Zentralrat der Muslime nicht vertreten lassen. Das ist nicht mein liberaler Islam. Dann gilt ich als Nicht-Moslem. Da kann jeder Moslem mich umbringen. Daher mein Aufruf an die Vernunft der deutschen Politiker und der Kirchenleute, hört auf damit, uns als Umma-Kollektiv zu sehen. Wir sind einzelne Individuen. Spricht mit einzelnen individuellen Muslimen. Wir sind kein Kollektiv und ich möchte zu dem Kollektiv, das ihr aufbaut, nicht gehören. Und ihr verletzt mein Grundgesetzrecht auf Glaubensfreiheit. Das war aber jetzt hier ein leidenschaftliches Plädoyer, Herr Temi. In Europa begreift sich der Mensch zumeist als Individuum, während in den muslimischen Gemeinschaften eher die Gruppe, also die Familie, Vorrang hat. Der Islam als gemeinsamer Nenner. Wer sich davon lossagen möchte, kann sich leicht verloren fühlen. Vielleicht ist es viel unkomplizierter, sich der Religion einfach hinzugeben. Wir wollen Menschen treffen, die im Frieden mit sich und der Religion sind und besuchen ein muslimisches Fest. Verabredet bin ich mit der Sprecherin der Moschee. Sie heißt Pinar Çetin und hat wie ich türkische Wurzeln. Da ich nicht weiß, ob Islamkritiker hier willkommen sind, erstmal ohne Hamed. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke. Wir haben hier heute einen besonderen Anlass hier. Das ist die 27. Nacht im Ramadan. Also wir nennen das Laylatul Qadr. Die Nacht der Bestimmung. In dieser Nacht der Bestimmung ist der Koran als komplettes Buch fertig geworden, sozusagen. Und es ist die Nacht, die auch im Koran wirklich als besondere Nacht erwähnt wird. Und an diesem Abend kommen immer besonders viele Gäste in die Moschee. Wir erwarten heute so zwischen 4.000 und 5.000 Menschen. Die Leute werden hier ihr Fasten brechen, das heißt hier gemeinsam essen. Jeder gibt von seinem Tisch an den nächsten Tisch ab, man teilt das miteinander. Und danach gehen alle zum Gebet in die Moschee. Was bedeutet Ihnen diese Moschee? Für mich bedeutet es unheimlich viel. Also auf der einen Seite ist es ein Stück Geborgenheit, also Heimat, wenn man hierher kommt. Das ist ein bisschen, als ob man in der Türkei ist. Ein bisschen Urlaubsfeeling. Auf der anderen Seite ist es der Ort, wo die meisten Begegnungen für mich stattgefunden haben. Also muslimisch, nicht muslimisch oder türkisch-deutsch, wie Sie es auch nennen möchten. Das ist der Ort, wo wir die meisten Freundschaften zur Mehrheitsgesellschaft geknüpft haben. Und deshalb ist sie nicht nur Heimat im Sinne von Türkei, sondern sie ist auch Heimat im Sinne von Deutschland. Wer ist hier alles willkommen? Jeder ist jederzeit willkommen. Also die Moschee hat die Türen immer auf und jeder kann jederzeit kommen. Das heißt, ich kann also in China oder in Amerika oder in Deutschland oder in der Türkei sein. Ich kann mich überall dem Gebet anschließen und immer in der Gemeinschaft mitbeten. Und dann habe ich mal eine Moschee, die so aussieht und mal so. Und überall werden Sie auch Kinder sehen. In meinem Kopf rattert es. Pinar ist freundlich und zuvorkommend. Aber es fällt mir schwer zu folgen. Ich überlege, wann ein guter Zeitpunkt ist, zu fragen, ob auch Hamed hier willkommen ist. Sıhhat ve afiyet ver ya Rabbil Alemin. Oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbil Alemin. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbil Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Eigentlich habe ich nur noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar rein theoretisch. Sie hat ja vorhin gesagt, in der Moschee ist jeder willkommen. Ja. Wie sieht das eigentlich mit Islamkritikern aus? Sind die auch willkommen? Natürlich. Wir haben regelmäßig Islamkritiker hier in der Moschee. Wir haben auch viele Leute, die in Gruppen kommen, zum Beispiel von irgendeiner Einrichtung. Und darunter sind immer Leute, die sehr islamkritisch sind. Ich sag Ihnen, wer das ist. Okay. Ahmed Abdel Samad, sag Ihnen was? Ja. Ja. Ist er willkommen? Machen Sie, wie Sie das möchten. Ich habe keine... Sie würden ihn aber jetzt nicht rausschmeißen, wenn ich jetzt ihn her zitieren würde oder her einladen würde. Wir würden niemanden hier rausschmeißen. Ich weiß noch nicht, ob es Jugendliche gibt, die ihn kennen und dann sagen, was hat der denn hier für ihn?
Hallo, herzlich willkommen. Wir stehen auf dem Fahrrad. Hamed Abdelsamad Pinachetin. Genau, am besten kommen wir hierher. Ihr habt euch noch nicht kennengelernt. Das ist das erste Mal, dass ihr euch... Sie kennen mich aus dem Fernsehen. Also auf jeden Fall bist du herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier vor der Moschee, weil es drin proppenvoll ist. Also ja. Es gibt wirklich keinen Platz mehr. Ja. Es ist gerade auch Fastenbrechen. Genau. Ja. Gibt es etwas... Ich wundere mich nur über Ihre Sicherheitsleute. Sie brauchen keine Angst haben. Nein, natürlich. Ich habe nicht Angst vor Ihnen. Das ist sicher, ganz sicherlich nicht. Auch nicht vor unserer Gemeinde, aber... Ja, also, wir sind auf offener Straße. Sie okay. wissen ja, alles ist möglich. Frau Chetin, wie ist das jetzt, Ahmed vor Ihnen zu haben? Sie wissen, dass er ein strenger Islamkritiker ist. Was würden Sie ihm am liebsten sagen? Da gibt es etwas, was Sie bewegt? Ich sage so viel, wenn er im Fernsehen spricht. dann will ich das mal einfach klar. Aus erster Hand. Letztendlich bin ich oft wütend auf Sie, wenn ich Sie sehe im Fernsehen. Ich bin ein ganz offener Mensch. Das ist, glaube ich, auch das, was Nazan hier geschätzt hat, warum sie auch dich dann eingeladen hat. Ich finde es immer sehr schade, dass die Erfahrungen, die in deinem Leben stattgefunden haben, die ich sehr bedauere mit Muslimen, dann auf den Islam projiziert werden. Als ob der Islam an dem, was die Menschen an schlechten Dingen tun, schuld wäre oder verantwortlich wäre. Ich glaube nämlich, dass wir eine sehr schöne, sehr reine, wunderbare Religion haben, dass aber die Menschen letztendlich fehlerhaft sind. Wir alle, ich auch. Wir haben alle Fehler und sind manchmal auch schlechte Menschen. Das hat aber mit der Religion nichts zu tun. Also es gibt nicht die Muslime. Für Sie ist meine Islamkritik nur auf meine schlechte Erfahrung, persönliche Erfahrung zurückzuführen. Oft habe ich das Gefühl, dass Sie das ineinander... Nee, ich habe ein Buch über den Propheten geschrieben, wo ich jetzt dann historische Fakten, die in islamischen Büchern stehen, einfach nur wiedergebe. Was hat das mit meiner persönlichen Erfahrung zu tun? Wenn ich ein Buch lese oder eine Person auseinandernehme oder betrachte mit der Absicht, diese zu kritisieren, werde ich immer was finden und sagen, also das gefällt mir nicht und das gefällt mich und das sehe ich so und so. Gehe ich aber positiv an die Sache heran und sage, ich möchte diesen Menschen offenkundig kennenlernen und auch lieben lernen, dann werde ich auch Dinge finden, mit der ich diese Person lieben kann. Aber man muss nicht von vornherein positiv herangehen. Natürlich, für Sie als gläubige Muslime kann ich verstehen, dass Sie positiv an die Biografie des Propheten herangehen und weil Sie die Person lieben. Ich muss erstmal neutral dieser Person gegenüberstehen. Ich muss die Quellen heranziehen. Ich muss vergessen, dass der Koran von Gott offenbart wird, sondern alles ein menschliches Buch, das aus dem 7. Jahrhundert oder im 7. Jahrhundert entstanden ist. Und dann liest man die Texte, vergisst man die Göttlichkeit und die Liebe und dann stellt man fest, da gibt es Probleme. Da gibt es Probleme mit den Kriegen, da gibt es Probleme mit den Propheten, wie im Koran, wie auch in den Quellen der Frauen als Kriegsbeute zum Beispiel gehabt hat und mit ihnen Sex gehabt hat. Zum Beispiel, das ist eine das Stelle. Das ist keine Stelle aus dem Koran, wie Sie das zitieren. Okay, das ist Sura 33. Ich kann Ihnen sagen, das bringt doch nichts, theologisch zu diskutieren. Ne? Also, aber Sie haben gesagt, das gibt es nicht im Koran. Sie haben gesagt, das so, dass er sie für Sex verwendet hat und als Kriegsbeute gesehen hat, so eine Textstelle gibt es nicht. Gibt es nicht im Koran? Nein, okay, dann gehen wir zu Sura 33. Ja, dann brauche ich jetzt den Koran, um da reinzukommen. Ja, kein Problem. Ich habe es ja im Kopf, Sie nicht. Das ist immer das Problem. Für mich ist der Prophet einer, der Revolution gebracht hat. Zu einer Zeit, wo Frauen nichts bedeutet haben, wo Frauen als Ware verkauft und wo Frauen als Ware verschenkt wurden, wo Mädchen bei lebendigem Leibe begraben wurden, ist der Prophet gekommen und hat gesagt, Mann und Frau sind gleichwertig bei Allah. Darf ich dazu was sagen? Das ist für mich etwas, wo er genau der beste Beweis dafür, dass Frauen vor dem Islam sehr gut gleichberechtigt waren und sehr gut erschaffen. Seine erste Frau, was war sie? Sie war Händlerin, sie war seine Arbeitgeberin, da war noch kein Islam da und sie hat ihm einen Job angeboten und sogar sie hat um seine Hand gebeten. Ja, aber sie war eine Ausnahme in dieser Gesellschaft. Wollen Sie jetzt verleugnen, dass Mädchen bei lebendigem Leibe begraben wurden? Das war eine arabische Tradition. Das ist eine Legende. Genau, wir reden immer andere Quellen. Sie haben gesagt, Mädchen wurden vor Mohammed bei lebendigem Leibe begraben. Ja. Woher hatten dann Mohammed und seine Freunde alle dann 4 Frauen geheiratet und all diese Frauen um sich, wenn alle Mädchen vorhin schon begraben wurden? Das ist doch eine Legende. Fakt, also, was ich jetzt auf jeden Fall merke, ist, der Prophet ist Ihnen heilig und bei dem Propheten ist eine rote Linie überstritten, wenn der Prophet kritisiert wird. Ich denke einfach, dass die Quellen, die Herr Abdelsamad verwendet, nicht die sind, die ich gelesen habe. Okay, dann gehen wir in die Moschee und ich zeige es Ihnen. Also heute ist vielleicht ein schlechter Tag. Ein andermal gerne, aber da steht das in der offiziellen Biografie und das war meine Quelle. Ein andermal gerne, ist das ein Angebot?
Können wir gerne machen, wie gesagt. Und das ist doch einfach. Frau Chetin hat gesagt, das können wir gerne machen. Vielleicht das nächste Mal auch ohne Kamera, das finde ich auch fair. Ja. Aber das ist doch zumindest ein Angebot. Angebot. Dialogsangebot. Genau. Ich denke, ein Dialog sein ist positiv. Ja, ich bin zufrieden. Okay? Okay. Wunderbar. Alles klar. Prima. Im Koran stehen über 6000 Verse. 206 davon sind aus Hameds Sicht als problematisch einzuschätzen. Das Gespräch lässt mich unruhig zurück. Liegt es am Feuerwerk in der Nachbarschaft oder an den Personenschützern, die Hamed jetzt besonders eng bewachen? Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Nacht. Alles Gute und beten Sie für mich. Kurz nach der Verabschiedung wird es laut. Offenbar hat ein Mann Hamed erkannt. Es bildet sich eine Menschenmenge mitten auf dem Gehweg vor der Moschee. Hört ihr mit euren Lügen auf? Deutsche mit Medien belügen jeden. Wir haben bald Frankreich, hat er gesagt. Das ist eine klare Drohung. Mich macht das irgendwie fix und fertig, echt jetzt. Mich macht das richtig fertig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zitter total. Ich komme mit solchen Situationen nicht klar, wirklich jetzt. Ich hab mich mittlerweile daran gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal. Und wir haben darüber so oft gesprochen. Es gibt eine unglaubliche Stimmung, es gibt eine unglaubliche Skepsis. Die Leute sind einfach verbittert und sprachlos. Aber Hamed, lass mich das sagen. Also ich habe das Gefühl, du stellst dich auch dieser Gefahr oder diesen. Also ich habe das Gefühl, du suchst auch ein bisschen die Konfrontation da. Nein, ich suche das Gespräch. Daraus wird eine Konfrontation. Habe ich irgendjemanden beleidigt heute? Habe ich irgendjemanden angeschrien? Nein. Die Leute kommen auf mich zu und schreien. Und ich nehme das nicht an. Ich akzeptiere das nicht. Es gibt auch für mich keine No-Go-Areas. Hier ist nicht Deutschland, sozusagen. Kommt nicht mit Polizei, kommt nicht mit Medien. Sowohl Medien als auch Polizei, als auch Intellektuelle, als auch Muslime müssen solche Zustände nicht akzeptieren. Sondern wir einfach so nach Hause einfach rasen und Angst haben und sagen, oh, wir retten erstmal uns. In dieser Situation ist kein Dialog möglich. Also das ist, Es geht auch nicht nur um den Dialog, sondern um zu zeigen, was für Missstände wir haben. Wir dürfen die Augen davor nicht verschließen. Wir dürfen nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen machen. Es gibt viel Verbitterung und aus diesem Sumpf kommt irgendwann Gewalt raus. Wenn wir das nicht jetzt erkennen, wenn wir das nicht thematisieren, und wie auch die muslimischen Fürsprecher, die immer in jeder Sendung als Opfer sich darstellen, sich damit konfrontieren, zu sagen, in euren Reihen gibt es eine Menge Hass. Der Junge hat geschrien, wir haben bald Frankreich. Weißt du, was das bedeutet? Man kann sagen, ja, er meint es nicht so richtig oder so. Nein, in seinem Herzen, in seiner Seele gibt es schon Dynamit. Und das konnte man schon in seinen Augen sehen. Zu all dem muss Hamed noch mit der überraschenden Absage einer muslimischen Sufi-Gemeinschaft klarkommen. Dabei hatte er sich so sehr auf die Begegnung mit den spirituellen Mystikern gefreut. Ausgerechnet sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Ich habe auch emotional
eine sehr schöne Verbindung zu den Sufis. Ich habe mit ihnen als Elfjähriger getanzt und das war für mich erfüllend. Ich mag Orte, wo Menschen mit dem Herzen dabei sind. Auch wenn ich nicht mehr religiös bin, aber ich mag sehnsuchtgeladene Orte, so wo die Menschen weinen, wo die Menschen ihre Sehnsüchte aussprechen. Und ich habe mich wirklich auch darauf gefreut, das mal zu sehen. Es ist über 30 Jahre her, dass ich das zum letzten Mal erlebt habe. Weil ich das Letzte, was ich will, ist letzten Endes Gefühle von irgendjemandem zu verletzen. Ich meine, dass er sagt, ich hätte dann. Wenn ich jedes Mal immer darauf achten muss, dass der oder der oder der verletzt sein könnte, oder das wäre zu viel. Ne, hör da auf. Das ist eine Selbstzensur, die sehr gefährlich ist für einen Schriftsteller. Ein Schriftsteller lebt davon, dass er einfach seine Meinung sagt und sich darauf verlässt, dass die anderen Ich muss sagen, mir tut das wirklich weh, wenn ich dich so reden höre, Hamed. Mich macht das auch traurig. Ich kann mich nicht in dich hineinfühlen, aber ich glaube zumindest. Glaubst du, dass ich das auch Spaß mache? Nee. Glaubst du, dass ich so leben will? Nee. Kann nicht sein, dass ich tatsächlich daran schuld bin. Vielleicht besuchen wir dann Sufis in Frankreich. Vielleicht sind die offener. Es ist ein Versuch wert. Bei den Frankreichern und Spanien bist du einfach nur, ich sag jetzt mal, irgendein Islamkritiker und nicht der Islamkritiker. Ja, ob es tatsächlich an der Person liegt oder ist es eine Grundstimmung. Wenn wir aber in Frankreich und Spanien nur weltoffene Menschen treffen, wo keine Skepsis herrscht, wo keine komischen Blicke auf die Kamera auf der Straße liegen, dann liegt das tatsächlich an mir. Aber wenn wir aber die gleichen Erfahrungen dort machen, was machen wir dann? Was machen wir dann?